bis hierhin könnte ich ja die nicht dahin machen. So, das läuft ja dann schon mal gut, dass das nicht funktioniert. Moment. Was ist, wenn ich den jetzt hier wegmache, das hier wegmache und den dann, das funktioniert. Moment. Jetzt habe ich das. Ja, leck mich am Arsch, jetzt muss ich wieder rumlaufen. Man nennt mich den Marathonmann. Ein was? Ein Lift? Was denn für einen kleinen Lift? Gibt es einen Fahrstuhl oder was? Ach so, du meinst jetzt hier diese MK3-Lifte. Hier diese. Also hier das meinst du. Die da. Da, da. Oh, ich mach das jetzt so. Also, ja. Ich dachte jetzt wegen dem Rumlaufen meintest du irgendwie einen Lift. Also. Ich dachte, es gibt einen Fahrstuhl für mich. So. So. Geht das? Ist hier nix? Ich hoffe, es geht. Ist hier immer noch nix? Oh, sieht aber danach aus. So, dann habe ich das Ding nach außen verlegt, nach oben. Hier kommt die Kohle rein. So, dann muss ich den da hinten noch verlegen. Das habe ich mir gedacht, dass hier das egal ist. So, jetzt muss ich überlegen. Da. Moment. Muss ich nur noch den verlegen? So, also das hier ist schon verlegt, das sieht schon mal ganz gut aus. So, jetzt kann ich eigentlich, jetzt muss ich kurz überlegen, jetzt muss ich wieder überlegen. So, hier rein, da raus. So, das ist schon mal gut, das ist schon mal gut. So. War natürlich eine schöne Sache, dass hier so ein Ausgang für beides noch wäre, ne? Eieiei. Aber das ist jetzt erstmal egal. So. Moment. Jetzt muss ich noch gucken, dass ich das da hinten mache. Ja, ich versuche mein Bestes, also ich weiß nicht, also du weißt selbst, wie schwer das ist, hier anständig was hinzukriegen. So, dann habe ich aber hier innenwegs den Freiraum, das ist schon mal gut. Das ist auch okay. Hier kann ich dann immer noch abzweigen, falls ich noch mehr Metall irgendwie brauche, kann ich das immer noch abzweigen. Das ist schon mal gut. Das ist das Schöne an diesen Lagern, dass du halt immer abzweigen kannst, weißt du? Nicht wie bei dem anderen Lager rein und raus und fertig, sondern hier kannst du echt noch irgendwie anderweitig anschließen. Das ist cool. Braucht zwar natürlich jede Menge Material, aber egal. Braucht jede Menge Material, aber ja. Egal, Material.
So, also den mache ich mal weg. Hier geht leider keiner hin. Schade eigentlich. Ja, das ist mir klar. Irgendwie ist mir das schon bewusst, dass das nicht so reichen wird. Aber erstmal anfangen. Ne? Wir brauchen ja schon mal einen Anfang. Das ist ja schon mal wichtig. So. Wir brauchen erstmal einen Start. So, okay. So, das Ding geht jetzt nach außen, da rein, hier rum. Dann stehen wir dumm da. Moment, das Ding geht da rein. Ne, ist eigentlich ganz gut. Das sieht gut aus. Dann läuft das hier rein, da raus. Weiter läuft das. Weiter. So, jetzt muss ich gucken. Wo baue ich das am besten hin? Mal bis auf die Seite. So. Besten wäre Mitte. So, das läuft. Weil es schön ist, laufen wir mal wieder eine Runde rum, ne?
So, das läuft. Das läuft. Also der, also hier das Eisenerz wird gar nicht verbraucht im Moment. Und hier das Eisenerz wird zur Beförderung hierfür gebraucht. Hier mache ich Stahl. Ja. Also versuche ich zumindest, dass ich hier Stahl mache. So, dann braucht das Ding das, 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 das. So, hier einer, da einer, nee, jetzt muss ich gucken, ich fange am besten hinten damit an. Das hier. Das? Nee, warte mal. Doch, hier geht. Das. Hier sind drei, jawohl. So. So, der ist voll belegt, das ist okay. Das funktioniert. So. Die zwei. Die zwei, die zwei. Die zwei. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, ich will halt irgendwie gucken, dass ich von jedem... von jeder Art, also wirklich vom nur Erz ein Lager habe, so da, aber dass das auch produziert, aber trotzdem was abgezweigt wird. Wie jetzt zum Beispiel, ich wusste am Anfang nicht, dass man Erz und Kohle braucht für Stahl, weil das halt im späteren Verlauf erst kam. Und dann habe ich halt das Erz da hinten in der Müllhalde momentan, ich nenne das jetzt mal Müllhalde, so verplant, dass es irgendwie so viel wurde, dass das Erz gar nicht mehr richtig groß hinterherkam, weißt du? Oder halt die ganze Produktion nicht mehr hinterherkam. Und ich wollte da jetzt nicht noch mehr hinklatschen, damit es noch mehr unübersichtlicher wird, sondern fange jetzt hier mehr oder weniger mit dem Stahl an, sodass ich halt die MK3 Sachen bauen kann und werde dann hinten entweder umrüsten oder halt neu bauen, weil da hinten ist auch der Zement. Und dann mal gucken. Aber das kommt alles mit der Zeit. So, das und das ist da. Das wird dann runtergefördert. Genau. Weil ich habe eine Ader komplett frei, ohne irgendwas zu produzieren. Das ist schon mal gut. Oder vielleicht mache ich hier gleich auch noch eine Produktion hin für Eisen. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ja, auf jeden Fall mal gucken. Mal Lugi Lugi machen jetzt gleich. So, ich werde mir jetzt noch mal ganz schnell einen Tee machen und bin dann gleich wieder da. Nicht weglaufen!
So, wieder da. Ging ja recht flott. So. Also, das läuft. Strom ist auch da. Kapazität 400. Dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, jawohl. So, aber gefällt mir langsam. Das gefällt mir. Und das ist das A und O, das mir gefällt. So, hier werde ich noch Bänder machen müssen. So, dann haben wir nämlich unten vorne, oben Seite. Ja. Cool. Das gefällt mir schon mal. Stahl wird produziert. Hä, macht der immer zwei Stahl? Tatsache, der macht immer zwei Stahl. Krass. Okay, dann wird Stahl ja doch schneller kriegen, als ich denke. Cool. Okay, hier haben wir noch so ein Zwischenlager für das. So, nur wie mache ich das jetzt? Ah, oh, jetzt kommt es. Jetzt geht's ab. So, warte mal, eine Manufaktur war ja, da kann ich ja alles herstellen, ne? Motoren, das. Aber das meinte ich jetzt nicht. Gut, ne? Stahlbeton. Warte mal. Ich mache jetzt Stahl. Mit was konnte ich denn nochmal? Constructor? Ah, mit dem Constructor kann ich... Okay. Okay. Also den Constructor brauche ich. Erstmal. So, jetzt muss ich aber kurz überlegen, wie kriege ich das hin? Organisation, das. Wie kriege ich das hin? Jetzt muss ich die zwei Eingänge. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Mal gucken. Fünf. Das ist jetzt mittig davon. Das ist zu steil. Okay, das ging schon mal nicht.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oder machen wir 6, 7. Nehmen wir mal 6. Das funktioniert. So, das, dahin, das, da oben. Also bei 6 Stück funktioniert's. Hä? Was ist hier los? Oh. Die Kohle kommt nicht an. Okay, die Kohle kommt nicht an. Nee, das kriegt ja gerade so hin. Ja, ein bisschen kommt an, aber nicht alles. Warte mal. Natürlich ganz vorne geht natürlich am schnellsten, ne? Ja, das ist klar. Aber der produziert ja im Moment auch nicht. Der produziert im Moment auch nicht. Wenn jetzt alle produzieren würden. Sag mal so, es ist ja nicht schlecht, dass man so einen Puffer hat eigentlich. So. Jetzt haben wir hier hinten schon mal Stahl. Aber ich brauche Stahlbeton. So, Stahl, Stahl, Stahl. Jetzt glaube ich mir erstmal hier das Stahl raus. Ich unten jetzt mal wichtig ist natürlich, dass hier immer nachrutscht. Das ist wichtig. Weil sonst kein Strom. Und wenn kein Strom, dann im Arsch. Komm, ich baue noch ein bisschen schnell. Obwohl, nee, baue ich eigentlich nicht. Hier brauche ich. Ja, ich brauche Stahlträger, ja. Ist richtig. So. Stahlbeton, ey. War schon echt übel. Aber ist cool. Also okay, da oben läuft jetzt nicht alles 100% glatt, so dass es halt echt alles schön auf Dauer produziert. Aber man hat einen Puffer, das ist auch schon mal viel wert. Weil wenn man einen Puffer hat, ist das schon mal viel wert. Wichtig ist, dass hier unten die Kohle nachrutscht in die Kraftwerke. Das ist das Wichtigste eigentlich an der Sache.
drücken. Bibi, Kevin. So, jetzt müsste ich drüben aber eigentlich mal Beton wiederholen. Aber... erstmal gucken, was wir da oben noch anrichten können. Wenn wir überhaupt was anrichten können. Ja doch. Zwei Lager könnten wir noch bauen. So wie es aussieht. So, die Abstände von 6 hatte ich. So, Abstand von 6, das war mittig. Das geht nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dann hat das... nee. Das war unten. Und das war oben. Genau. So, hier wieder in der Mitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das unten, das oben. So, dann bräuchte ich noch ein Lager. Aber da fehlt mir Beton. Hier läuft das schon mal. Hier läuft auch. Hier rutscht immer ein bisschen nach. Es ist keine Dauerproduktion, dass die Dinger dauer am Brennen sind. Aber es ist okay. Es ist okay. Die Kohle, die ist voll am Pumpen hier. Mit einem Erzdinger komme ich locker aus. Das ist schon mal geil. So, dann gehe ich drüben mal Beton holen. Dann sieht der Kevin auch mal meine Chaosfabrik. Hast du eigentlich selber schon mal LKWs gebaut? Hier diese komischen LKWs. Der Lars meinte zu mir, die sollte man nicht wirklich bauen, weil es wäre nicht so effektiv. Ein anderer hat schon mal gesagt, okay, die sind gut, aber das ist ja halt wieder dann dieses Geschmackssache wahrscheinlich, ne? Aber ganz ehrlich, mein Inventar sieht so aus wie in Minecraft. Einfach nur chaotisch. Nur zum selber fahren. Okay. Ich hau mal so ein paar Rahmen hier rein. Inwiefern mehrere bauen? Warum auf weite Strecken nicht? Weil die funktionieren nicht auf weite Strecken oder wie kann man mir das denn jetzt vorstellen? So, hier ist meine Chaosfabrik. Guck dir das an. Eine kleine Fabrik, aber naja, ich versuche mein Bestes. Ach, die brauchen recht lange. Ach so, aber weite Strecken funktionieren, ja? Okay. Das ist dann schon mal wichtig, dass die weiten Strecken trotzdem funktionieren. Wie ist denn das eigentlich? Können die irgendwie crashen? Haben die so eine Kollision? Oder fahren die durcheinander? Also durch einen durch. Sagen wir mal so. So, dass du eigentlich keinen Aufprall hast, sagen wir mal so. Können crashen. Oh, muss man die dann reparieren, ja?